Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Asraider und wir sind in Folge Nummer 20 von Astronier. Ja, unser Mannequin ist jetzt hier drin, das können wir mal gerade rausholen. Und wir haben letzte Folge den Schmelzofen aufgebaut, der dort hinten steht. Und da müssen wir mal gucken, dass wir den dann in Betrieb nehmen. Ich glaube, Mordrak war es, der mir geschrieben hat, dass das ja alles ganz gut war, mit der Plattform die Größe passt und so. Und ja, wir müssten nur vielleicht so ein Regal hier noch mehr bauen. Das können wir dann definitiv hier in so einem Drucker machen, der ja mal gerade wieder nicht funktioniert, weil ich wahrscheinlich erst auswählen muss, was ich mit dem Drucker drucken will, ne? Dann klappt das auch bestimmt. So, wir wollen da mittelgroßes Lager machen und jetzt brauchen wir das. Jetzt geht das da auch dran, ne? Siehst du? Wunderbar, ne? Dann würde ich sagen, machen wir den zweiten Arzt da gleich noch rein, aber das machen wir alles noch im Intro, ne? Bis gleich. Ja, okay, dann schauen wir mal, dass wir den Harz an Start kriegen, der dort drüben noch liegt. Den kriegen wir doch dahin und aha, hat gut geklappt. Nochmal da drauf. So, jetzt kann er auch drucken. Und ich muss glaube noch Start drücken, ne, oder? So sieht's aus. So, jetzt macht er eine Plattform. Hier war jetzt gerade ein Stromsymbol, dass uns da was fehlt, okay. Gehen wir mal hier hin und stecken da was rein, damit das gemacht wird. Ne? Was haben wir denn jetzt hier? Graphit und Laterit, Aluminium. Das bedeutet, wir wollen Aluminium machen. Was ist das? Zinkblende, okay. Die packen wir gerade. Ach, wenn ich das da drauf mache, dann geht das auch gleich da drauf. Das ist so ein Vorratsbehälter in Anführungsstrichen. Sehr schön. Okay, jetzt haben wir da einen Zink und drei Dingens und große Plattform sperren, okay. Und F anschalten, ne? Oh, läuft. Ja, da bin ich gespannt, was er jetzt macht. Schmelzofen an fertiges Modul. Okay, er macht veredelte Ressourcen. Hier haben wir Kunststoff. Was macht der große Drucker? Ach so, der macht das Häuslein, ne? Genau, die Forschung ist noch nicht durch. Da passiert auch noch was. Den kleinen Drucker hier, den können wir mal noch ein Lager machen lassen. So, dann geht das. Weil Lager können wir auch zwei gebrauchen, ne? Ne, das eine ist noch nicht fertig, oder? Wo ist es? Doch, da ist die Kiste. Ah, wir haben was geschafft. Zu umbenannt, okay. Dann würde ich sagen, machen wir das mal hier hin. Auspacken. Dann passt das schon. Und das wird irgendwann auch fertig sein. Dann haben wir das zweite schon erledigt. Jetzt gehen wir mal da hinten hin und gucken, was er hier so sagt, was wir gemacht haben, oder? Untersuchen. Entdecke den Portalkammer. Okay. Umrüsten. Nimm einen Byte. Bereit zum Einsammeln. Okay. Haben wir geholt. Speer und Drucker Schmelzofen habe ich gemacht. Für edle Laterit und zu Aluminium. Machen wir gerade wohl auch. Gegenstand mittelgroß. Bereit zum Einsammeln. Haben wir auch geholt, ne? Sehr schön. Mittelgroßes Lager haben wir dann gekriegt. Sehr schön. Und das waren Verbindungen noch. So. Bewegung 6. Drucke einen Traktor. Bewaffne dich. Meister im Auspacken. Okay, die habe ich irgendwo auch schon gefunden, diese exodynamische Einheit. Drucker und installiert Oxygen. Okay, da sind natürlich jetzt Sachen. Sammle Lithium-Erweiterer Entdecker-Kit. Sauerstofftank freischalten. Lichter in der Ferne. Ja, das kennen wir ja schon. Und das darunter ist alles fertig. Scroll ich da durch? Ja. Okay. Belohnt für erfüllte Missionen. Gegenstand. Erdzentrifuge. Das können
kann ich ja wohl noch nicht machen, ne? Ach so, dann habe ich das nicht aktiv als Mission, oder? Ja, genau. Gut, weiß ich Bescheid. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir weitermachen. Wo ist die Kiste? Da ist eine Kiste. Packe ich jetzt mal hier neben. Und packen das auch aus. Ein weiteres Lager, das nicht verkehrt ist. Und das werden wir jetzt auch gleich schon bestücken, wie ich in meinen Rucksack sehe. Ist da noch pickepacke voll, ne? Das Quarz muss da noch dran, ne? Ja, das hat gut geklappt. Wenn wir schon dabei sind, kann das auch da hin, oder? Das wird ja zu Glas, oder wie war das? Aluminium haben wir da. Können wir das hier stacken? Ja. Nochmal Aluminium. Nochmal Aluminium. Stacken. Und das ist Zink. Mal jetzt da ein. So, dann kann das da noch hin. Und das dahin. Und dann haben wir hier noch reichlich dran, ne? Das kann ich nicht wegnehmen. So war nicht mehr dran, ne? Ne. Okay. Dann ist das erstmal gut. Da wird auch Glas gemacht. Ein Glas ist schon fertig. Ist doch Glas, oder? Ja. So, das haben wir schon mal. Jetzt wäre die Frage, was kannst du daraus bauen? Aber das müssen wir, glaube ich, in der Forschungsgeschichte machen. Wo war die? Ne, die war da nicht. Das war Tab, ne? Genau. Da hatte der Dralo, glaube ich, auch was geschrieben, oder? Ne, das war schon vor der letzten Folge, glaube ich, oder letzte Folge. Verbindungen. Boost-Modus. Muss ich den nicht machen im Boost-Modus? Freigeschaltet. Okay, haben wir schon. Bohreranpassung Stufe 1. Dafür braucht man Keramik. Erforsche Bohreranpassung. Erforsche Bohreranpassung Stufe 1. Okay. Wir mussten es erstmal nur erforschen, ne? Dynamit. War jetzt immer genug, aber das kostet noch viel, viel mehr, okay? Kleine Kamera. Und Feststoffsprungbooster. Noch viel teurer, ne? Bohreranpassung immer hier. Die würde auch noch gehen. Und das hier ist Bohreranpassung Stufe 3. Boost-Modus. Breiteanpassung. Geländewerkzeug erweitern. Ich glaube, wir müssen da mal raus und müssen noch mal gucken, wo war denn das? Den können wir auf jeden Fall. Ne, können wir nicht gerade. Oder? Doch, jetzt ist er drin. Den erforschen wir auch noch, ist klar. Wir haben jetzt noch das Problem, dass ich jetzt nicht gucken kann, weil ich nicht weiß, wie ich dran komme an diese Missionsgeschichte umrüsten. Entsperre Druck und befestige den Bohrmodus am Geländewerkzeug. Okay. Würde ich den denn jetzt da dran machen? Das ist eine gute Frage, ne? Wenn ich das mal jetzt wüsste, ne? Jetzt ruckelt das Spiel gerade. Und jetzt hängt es sogar. Das ist schlecht. Das ist nicht gut. Das ist sehr schade. Ja, hat sich aufgehangen. Ah, es ist wieder da. Okay, jetzt müssen wir gucken, wie wir den
Modus von dieser Waffe da aktivieren, stand da, ne? Missionslogbuch. Ah, da komme ich auch hin. Alles klar, wusste ich nicht. Geländewerkzeug, wie tue ich das denn anpassen hier? Hervorspreite Anpassung. Sehr schön. Freigeschaltet. Kleiner Generator. Energiezelle, Stromspeicher. Kleines Solarmodul. Kleine Windturbine. Kleine Batterie. Aber ich muss hier was freischalten. Weiß aber nicht wie. Kriege ich das weg? Bohreranpassung Stufe 2, ja. Ah, sehr gut. Wie kann ich das machen? Wie kriege ich hier was freigeschaltet? Weiß ich nicht. Ja, da gab es ja auch sowas mit den Ressourcen und sowas. Das hatte mir ja auch schon gesagt. Ne? Da muss ich ja mal nachgucken. Das können wir ja mal auch mal machen. Vielleicht. War das hier? Nein. Hier ist Shop oder was? Exo-Ausrüster. Shop betreten, Code einlösen. Ne, das war es nicht. Einzelspieler speichern. Das ist mit mehreren Leuten. Das war hier. Sein Mannequin ändern. Astropedia. Ressourcen. Ah, das sind die Symbole hier. Das war auf dem Teil da auch drauf. Und das muss ich suchen. Wenn ich das dann weiß, dann kann ich das da reinstecken und dann funktioniert das Ding, ne? Ach, guck mal, hier unten sind noch mehr. So, jetzt müsste ich nur wissen, was ich da reinstecken musste, ne? Okay, Basisbau, Mission, Anfertigung, Automation, Forschung, Energie, Kreativmodus. Automation, Autoarm, verschiebe Ressourcen und kleine Gegenstände zwischen Lagermodulen, Autoextraktor, natürlich Ressourcen, Kanister. Ja, okay, Uhrreichweite. Okay, da komme ich jetzt nicht weiter. Mission. Um Weg zu entdecken, ja klar, Missionslogbuch ist klar, Belohnung kriege ich dann auch. Okay, die fallen auch immer auf diese Plattform. Mit an Landeplattformen und Astronautenrücksicht befestigen, um Missionsziele zu verfolgen. Okay, hier gibt es nichts mehr zu lesen. Anfertigen. Schmelzofen, Atmosphärenkunde, Chemielabor. Okay. Erdzentrifuge, Schredder, Handelsplattform. Mehr gibt es da nicht. Forschung. Im Katalog werden deine gesammelten Bytes gespeichert. Der Katalog befindet sich auf der Seite deines Rucksacks. Objekte im Katalog sind nach der Druckern sortiert, mit denen sie erzeugt wurden. Verwende Bytes, um neue druckbare Technologien freizuschalten. Okay. Das haben wir auch schon verstanden dann. Energie. Verbinde Stromanschlüsse und weiter. Ja, verbessere Modulleistung, indem du es in zusätzliche Energiequellen anschließt. Okay. Drucke Verlängerung, um den Energiefluss um eine Base herumzulehnen können. Verlängerung kann ich machen. Okay. Und Kreativmodus. Ja, Geländesteuerung ist klar. Da hat man Geländewerkzeugmenü öffnen. Ich jetzt F drücke, passiert aber nichts. Und da passiert auch nichts. Die Wumme kann ich jetzt nicht machen. Aha, Kompass, Missionslogbuch und Forschungskatalog. Ja, brachte mir jetzt nichts, ne? Wie ich die Wumme ausbaue, weiß ich immer noch nicht. Das ist schlecht. Okay, wir müssen weiter schauen, dass wir hier vorankommen. Ihr schreibt mir in den Kommentaren, wie ich die Bumme ausbaue. Hier haben wir schon ganz viele Dinge erledigt, geschmelzt oder sowas ähnliches. Ne? Machen wir da mal weiter, wo wir aufgehört haben. Wer weiß, wofür es gut ist, aber ich glaube, das Quarz, ja, können wir ja auch noch holen, wenn, ne? Dann macht den da auch noch dran und dann. Klappt das schon? Okay, das ist geklärt.
Der forscht weiter, dann kriegen wir unsere Forschungspunkte. Hier ist schon alles leer, da haben wir noch eine leere Plattform. Ja, jetzt müssen wir gucken, wie wir an weitere Dinge kommen, oder? Es ist dunkel, da hinten ist ein Marker, den ich gesetzt habe für das Harz, glaube. Und da wir ganz viel Harz wahrscheinlich brauchen, gehen wir da erstmal hin und holen das. So. Oh, hier ist auch was. Hier müssen wir mal gerade das Werkzeug rausholen, oder? Aber das war wirklich jetzt nur ein minimaler Fund, oder wie sehe ich das? Nee, da geht's weiter. Das Gemisch, ne, oder? Ja. Okay. Wir haben dann keine Leitung mehr. Haben wir noch eine? Ja, und es geht auch daran. Sehr gut. Okay, das Gemisch reicht mir jetzt erstmal. Wir wollen dann weiterlaufen, oder? Da hinten hin. Hier ist das Gemisch auch oben durchguckend. Oh, das ist ganz schön weit weg. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, hier ist doch auch Harz. War hier oben noch die Leitung? Oh, da oben ist noch ein Windrad. Ja, nützt nix. Kann ich das mitnehmen? Ja, kann ich. Kann ich aber nicht. Ja, muss ich so wegbringen. Hat keinen Sinn. Also hat schon Sinn, ne? Ja, ich komme ja schon dahin. Und hoffe, ja, dass ich an die Leitung komme und da bin ich auch schon dran. Ja. Gehen wir einfach zurück zum Lager gerade und nehmen das Windrad mit, ne? Gut. So aufpassen, dass wir nicht abstürzen. Und dann packen wir das erstmal auf unsere Station oder irgendwie da dran, ne? Dass wir das hinkriegen. Okay. War nicht Leertaste springen? Wohl nicht, ne? So, da ist noch die Plattform. Vielleicht kann ich da das Windrad drauf machen. Dann würde das ja auch Strom machen, oder? Stromgenerator-Gegenstand wandelt Wind in Strom, erzeugt 5 EIS. Gibt es hier keinen Strom oder was? Irgendwie sitzt das nicht richtig. So, jetzt sieht das besser aus. Ja, jetzt wüsste ich nur gerne, ob der sich auch mal dreht oder gibt es hier gerade keinen Wind. Ja, anklicken kann ich es nicht und vielleicht ist hier gerade eine windlose Gegend. Das könnte natürlich auch sein, ne? Stell den mal richtig hin, ja. So, das haben wir auch schon durchgeforscht. Okay. Da geht irgendwo der Strom plus, sagt er. Hier ist nichts drinne. Das bedeutet, wir haben das schon wieder leer gemacht. Und nehmen das mal alles raus. Weil wir es gerade so können, ne? Gibt es denn hier noch wo irgendwo was? Hier ist Harz. Harz kann man nicht einschmelzen. Gemisch bestimmt auch nicht. Gewisch. Machen wir aber mal einen mit. Ach so, Sauerstoffgeschichte war das noch, ne? Hatten wir drüber gesprochen, Mordrak, ne? Mittelgroßes Lager. Ja, weiß ich auch nicht, wo wir das jetzt hinpacken. Nee, da will ich das nicht hinpacken.
Vielleicht will ich es hier hinpacken. Einfach F. Das geht schon mal. Ah, die Batterien werden gerade geladen, okay. Ah, wir haben Wind. Sehr schön. So, forschen. Haben wir jetzt nichts da, was wir da gerade reinstecken können, glaube ich. Das ist fertig hier. Ja, so, ist da noch irgendwo Platz an dem Regal? Ja, da. Gut, okay, dann haben wir das. Hier gibt es gerade keinen Sauerstoff, da müssen wir erst an der Leitung. Okay. Setzen wir da wieder einen hin, gehen mal hier ein Stück weiter und gucken, was da in dem Loch noch zu finden ist. Da geht's tief runter, ne? Ah, da sind blaue Kaugummi-Dinger drin. Ja, da war nix. Hier ging es irgendwie runter, dann kommen wir da zur Leitung. Ja, da war nichts groß, wo ich jetzt sage, das brauchte ich. Ich würde aber sagen, wir machen erstmal wieder einen Cut. Das mit dem Sauerstoff müssen wir auch in der nächsten Folge machen. Wir haben auf jeden Fall schon mal Aluminium gemacht, Zink gemacht und Glas. Das ist ja schon mal eine gute Geschichte, ne? Batterien sind hier zweimal voll, das ist auch nicht schlecht. Und dann würde ich sagen, machen wir da in der nächsten Folge weiter, ne? Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit welches nächste Video. Und leider gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.